Tja, meine Damen und Herren, willkommen zum neuesten Overwatch-Video. Wer wurde das letzte Mal gebannt? Niemand. Wir haben jetzt 5 Suspects am Start, vorletzte Woche 4 und letzte Woche 1 nochmal dazugenommen. Keiner wurde bis jetzt gebannt und ich glaube, sie hatten alle Spinbot oder zumindest 3, 4 hatten auf jeden Fall deftig an. Das ist ja schade. Ich hoffe, dass sich Overwatch bald wieder aufrafft, denn während dieser Videoreihe, vor allem ab dem Moment oder in diesem Moment, wo wir schon reinschauen konnten in die Suspects, also in die Profile, hatten wir immer wieder Bans, die bereits nach 7 Tagen reinkamen und jetzt passiert gerade nichts, also null. Ich habe auch die anderen überprüft, die reingespinnt haben in den Fällen. Niemand ist bis jetzt gebannt worden. Die Stimmung lassen wir uns dadurch aber nicht versauen. Wir laden uns einfach heute wieder mindestens 3 weitere Fälle hinzu und gucken, was so abgeht. Und ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir mal wieder einen schönen Fall bekommen. Vielleicht mit einem Legit oder zumindest jemandem, bei dem es etwas schwieriger ist. Ich habe jetzt gerade am Wochenende mit einem von den Bubblern gesprochen, und zwar mit Duzifer. Und er meinte, es ist schade, dass die Fälle nicht mehr so sind wie früher. Er hat schon immer gerne die Overwatches gesehen und, guck's dir an, und hat gesagt, früher war es halt echt spannend, ne? Weil da musste man mitunter auch wirklich mal nachdenken, ob da was ist oder nicht. Zack! Aber heute ist es ja ein Trauerspiel. Also gerade mit diesen Dödeln, ne? Die halt komplett abspacken. Natürlich, das haben wir jetzt auch schon Fälle gehabt, auch in letzter Zeit, die jetzt nicht so extrem waren, aber bei denen man eben trotzdem, oder bei denen ich trotzdem recht schnell sehen konnte und sicherlich auch die meisten von euch, dass halt da was im Busch ist. Also es ist wirklich schade um die Qualität der Fälle. Immerhin können wir jetzt ja in die Fälle reinschauen, beziehungsweise uns die Suspects angucken. Aber trotzdem hätte ich gern mal wieder einen Fall, der so ein bisschen spannender ist. Oh, Leute, jemand, der gerade ausguckt. Was? Keine Skins am Stiesel, zumindest keine direkt erkennbaren. Aber er brennt ab. Aha, gut. Ich habe jetzt gerade nicht auf den Kill geachtet, aber ich hoffe. Ich hoffe, dass er nicht so heftig war, aber ich glaube, er war heftig, ne? Gut, also den hat er jetzt keine Sekunde gesehen. Rüberschleichen, ja, obwohl vielleicht der Mate, während er noch gelebt hat. Das kann natürlich sein, dass der auf der Karte irgendwas aufgedeckt hat. Aber die Shots sind ein bisschen arg deftig. Und da kommen wir weiter rein. Wie sind denn seine Steadies? Warte mal. So, also. Er steht auf jeden Fall mittendrin. Von den Frags her oder von den Stats her würde ich da jetzt nicht allzu viel erwarten. Wir achten mal ganz genau auf seine Shots. Da sind noch 2 Mitte, die er, falls er Warlock hat, gesehen haben muss. Aber er geht ganz... Also er guckt immer noch da unten, obwohl ich glaube, beide Gegner gecallt sind. Also einer muss mindestens gecallt sein, weil der gerade Kills macht. Er schaut immer noch da unten rein. Wenn beide gecallt sind, ist er entweder komplett lost oder er möchte verbergen. Von wegen, guck mal, wo ich hinschaue. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo die sind. Wow, es ist ganz schlimm mit mir. Also, sie sind einfach alle hier geblieben, obwohl die Gegner eindeutig verschieben, beziehungsweise zumindest nicht mehr sichtbar sind. So, jetzt gehen sie rüber. Da hat der Nächste gefressen. Ostrich. Der hüpft weg. Also mit der Zusatzinfo will ich jetzt, glaube ich, gar nicht so weit gehen. Also gerade eben diese Moves, die waren auf jeden Fall ballsy. Denn auch mit einem Waller war das echt eine knappe Sache. Also ich würde hier sagen, im Moment würde ich dann noch auf nicht so viel über Info tippen. Wir schauen mal hier weiter. Also, dass er hier durchrennt, ist halt schon... Ich weiß nicht, ob er ihn irgendwie im Spalt gesehen hat. Aber solche Moves halt sind schon sehr merkwürdig, ne? Das ist dann entweder jemand, der Info hat, oder jemand, der halt echt bescheuert ist und einfach reinrennt. Weil er... Gut, vielleicht hat er einen Call gehabt, alle sind auf A, schnell kommt und es ist bestimmt keiner vor B. Und den einen hat er halt vielleicht gesehen, aber solche Sachen, das ist doch... Nee. So, im Vorbeigehen mal eben einen kleinen Headshot machen, auch wenn das da unten ein Standardpunkt ist. Guck mal, diese erste Shots eben, die hat er hier, also beachtet nur auf diese linke obere Kante, die hat er hier hingeschossen an die Wand, wo überhaupt niemand ist. War jetzt seine Vermutung wirklich, dass jemand hochgejumpt ist? Über ihm war ein Gegner, den er nicht gesehen hat, der wurde jetzt gekillt von einem Mate. Und was macht er mit dem da unten? Er wirkt halt so lost zwischendurch, ne? Weil der raus war auf Tetris, oben drauf war schon, der war ja auch gecallt. Und er geht einfach trotzdem weiter und schießt lieber. Man sieht auch seine Einschüsse, man hat sie eben gesehen in der Wand. Irgendwie, das ist doch nichts. Was hat er denn da versucht? Was war da seine Mission? Endlich mal wieder ein Fall, wo man so ein bisschen rumgrübeln kann und hinterfragen kann zumindest, warum er einfach da oben hinschießt. Ich spule ein kleines Stück, ich will sehen, was er mit dem letzten Feind macht. Der geht auf B. Wir gucken jetzt nochmal kurz nach den Stats, speziell nach diesem Cyclone. Das ist den ihr Top-Boy. Aber auch jetzt nicht mit arg viel Abstand, also
So, der Feind ist hier. Gecallt. Ne? Deswegen dreht er sich um. Feind killt den Maid. Achtet auf die Schritte. Okay, das war natürlich jetzt kompletter Bob-Move vom Feind auch, da durchzurennen. Beziehungsweise nicht zwingend Bob-Move, aber ja, er wusste jetzt halt, wo er ist. So, es geht weiter. Er nadet seinen Maid. Sicherlich nicht mit Absicht. Hoffe ich doch. Der ist halt auch vorgerannt, wirklich, wie so ein Wahnsinniger. Scheinbar haben sie auch gerade nur so ein Crap-Mischmasch bei. Obwohl sie gefühlt jede Runde... Stimmt, vorhin haben sie verloren. Ja, vorhin haben sie verloren. Und sie haben, glaube ich, auch einen Mate dabei, bei dem es überhaupt nicht gut läuft. Ja, ja, der hat bis jetzt erst 3 Frags rausziehen können, also da ist das Geld dann natürlich knapp. Okay, warte mal, wir gehen ja mal ein bisschen auf langsam, um halt gucken zu können, was er so treibt. Das war Standard und der da drüben ist gecrossed, den hat er gesehen. Der crossed jetzt zurück. Jetzt bin ich interessiert, ob sein Mate hat gesagt, er ist zurückgegangen. Ja, gut, dann muss er da nicht mehr drauf fokussen auf Tetris. Er nimmt das Knife. Was ist das? Ja, er ballert halt rein, weil der Kollege sagt, da kommt einer. Aber schon wieder ins Gesicht. Die ganze Zeit ins Gesicht durch die Smokes, oder? Ich meine, der Kill ist hier easy. Der in der Smoke, durch die Smoke. Vor allem, wenn der Mate sagt, da steppt einer. Schießt sich da auch rein und kill mit hoher Wahrscheinlichkeit ein. Aber jedes Mal ins Gesicht, Monsieur. Also hier bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr schreibt. Was ihr ihm gedrückt hättet. Das ist wirklich ein deutlich besserer Fall, als die Kacknasen, die einfach nur reinschisseln. Videoüberschrift, endlich mal wieder ein guter Fall, oder so. Auch wenn es jetzt nicht der beste ist, aber besser als die Kacklappenfälle auf jeden Fall. Sodele, ich bin ready, um auf die halbe Geschwindigkeit zu gehen, damit wir genau seine Gedanken auch nachvollziehen können, wie er da an was rangeht. Also, ich weiß nicht, ob der hier jetzt... Es war sicherlich einer da drin gecallt, irgendwo, aber wo der schlussendlich ist... das muss er selbst entscheiden. Wenn ich er wäre in der Situation, würde ich jetzt ganz leicht so gucken, ob hier einer ist, danach hier unten gucken und dann erst hier oben. Wir schauen mal, wie er die ganze Sache löst. Gut. Okay. Was würdet ihr zum Aiming sagen? Also das sind auf jeden Fall ganz normale Kills, die er da betreibt. Der letzte hier wiederum war zumindest komplett ohne Info. Also er geht da rein und hat dann schon ein recht gutes, eine recht gute Ahnung, dass er da ist und nicht irgendwo im T-Spawn drin oder schon auf Mitte oder vor B oder sonstiges. Ist das jetzt einfach nur ein sehr guter Spieler, der mit einer guten Reaktion und einem schönen Aim daherkommt? Oder ist da vielleicht doch mehr drin? Was würdet ihr sagen? Haltet ruhig kurz an, beziehungsweise, nee, wisst ihr was? Ich werde meine Drückung wieder rausschneiden und dann klären wir im nächsten Video, was ich gedrückt habe. Und ich kann jetzt hier unter den Kommentaren, unter dem Video lesen, was ihr geschrieben habt. Was ihr eben gedrückt hättet. So, warte, Achtung, Upper Mid ist einer, der komplett ohne Info da ist. Er hat ihn auch noch nicht gesehen. Ich bleib trotzdem auf normaler Geschwindigkeit, dass wir einen guten Vergleich haben zur Reaktion. Normal. Das war ja fast Bubbler-Reaktion. Vielleicht wäre es bei mir noch ein paar Hundertstel langsamer gewesen, aber das war... Der ist ja wahrscheinlich auch jünger, ne? Ja, klar. So, Kalf ist der Letzte, der steht vor B. Und das war's. Endlich mal wieder ein schicker Fall. Man muss sich nur beschweren. Schon geht's. Also, was würdet ihr ihm drücken? Wart ihr am Zweifeln und seid dann eher für den Angeklagten? Oder sagt ihr, hey, da war doch was im Busch? Das hier ist wieder ein echt fetter Fall. Guckt euch mal die Download-Geschwindigkeit an. Wow! Immer wenn du eigentlich keine Zeit hast, hast du so einen Fall. Der Jahrzehnte dauert. Ich habe jetzt noch 1,5 Stunden bis zum Livestream und bin noch in der Videoaufnahme. 18 Uhr geht es heute wieder los. Giveaway, Viewer Games und so weiter und so fort rankommen. Ja. Ah, auf Nuke, sehr schön. Bei solchen Maps hofft man immer, dass sich da kein Dödel rein verirrt. Ne? Weil man halt die meisten dann doch auf das 2 in Mirage hat, die so richtig bescheuert reinkeckeln. Das ist super. Das ist schön. Herzlich willkommen. Wow, Leute. MP5, ich meine UMP, 1000 Euro wert, mindestens. Die Facility Dark. So, also. Hier ist richtig Rambazamba. Das wäre schon mal ganz interessant. Er sieht ja ganz viele. Jeder hat eigentlich Bock, dann richtig reinzubratzen, zumal sie ja schön aligned waren. Also da hätte man einiges an Damage machen können. Er steppt aber in die Smoke rein und geht sofort weg, weil er die Sicht verliert. Also vielleicht etwas früh, aber egal. Oh, er ist noch am Nachladen. Der Gegner kommt gleich rum. Erste Vermutung. Kein Vision Assist. Hoffentlich. Kleiner Sprung, Minion, und da ist er weg. Nein, er ist gelieft. Nein! Nein!
die Sorge, die jeder hat, wenn der Gegner lief. Der macht an! Der macht an! Und ja, er macht an. Okay, ja, das ist jetzt dann aber for the lol ist ganz witzig. Also, das, die mentale Kraft eines Cheaters. Null. Gut, also dann machen wir den Keck mal ordentlich weg. Und dann muss ich hier leider schließen, weil ich jetzt das Video noch geschwind fertig machen muss, bevor der Stream anfängt. Wir sehen uns dann jetzt gleich im Livestream, 18 Uhr, Dienstag, 18 Uhr, Donnerstag, 18 Uhr, Freitag, 22 Uhr, die Streamstarts. Streamstart. Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes und vielen Dank fürs Zuschauen. Hau da rein und bis gleich. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.